Wir müssen einfach mal reden, oder? Einige von euch haben sich das ja gewünscht zum Thema Wechseljahre, ne? Oder Klimakterium, wie es eigentlich richtig heißt, auf Lateinisch, ne? Nicht nur Menopause, sondern es gibt eine Prä-, eine Post-, Intra- und eine Postmenophase. Im Prinzip ist es nichts anderes als die Pubertät rückwärts. Ein Elend, ne? Die Pubertät war schon schlimm und die Wechseljahre sind auch scheiße, ne? Also wenn mir erzählt von wegen, dass das alles wunderbar ist, der lügt. Zumindest bei mir. Das Schöne ist ja, dass es wirklich früher oder später jede Frau betrifft, ne? Weil irgendwann lassen die Östrogene nach, beziehungsweise die Hormone, und das Progesteron sinkt ab, das Östrogen sinkt ab und man kommt in die sogenannten Wechseljahre, ne? Ich fand es auch ganz interessant, da hat ein Mann, ein Physiotherapeut, darüber geredet, über das Thema und hat gemeint, von wegen, ja, früher wahrscheinlich war das denn so, weil kein Tier würde ja halt irgendwo so in die Wechseljahre oder in so eine Endphase kommen. Ne? So, das ist ein Ende der Reproduktion. Ne? Macht ja auch biologisch keinen Sinn, dass man sagt, hör auf, dich zu vermehren, weil eigentlich ist es ja Ziel, Sinn und Zweck der Lebewesen, zumindest im Darwinismus, dass man sagt, hier, du kommst auf die Welt, vermehre dich, ne? Und dann darfst du gerne sterben. Aber bitte vermehre dich so viel wie möglich. Ne? Der Mensch ist der einzige oder die einzige Spezies, die halt wirklich in so eine Endphase reinkommt und liegt halt daran, dass die Frau mit einer definierten Anzahl von Eiern geboren wird und wenn die Eier jeden Monat halt eben unbefruchtet bleiben, ne, dann kommt es halt zur Regelblutung und wenn die Eier aufgebraucht sind, dann war's das, ne? Und wer zum Beispiel nur ein Eierstock hat und einen verliert, der kommt halt eben früher in die Wechseljahre. Andere halt eben auch so ab 40 oder Ende 30, Anfang 40, andere erst mit Mitte 50, ne, ist alles sehr, sehr unterschiedlich, aber früher oder später erwischt es halt jeden. Ja, und dann beginnt das Elend, ne? Und ich finde es auch ganz, ganz interessant, wenn man so sieht, dass es heißt von wegen, was gibt es denn eigentlich für Symptome oder für Beschwerden? Es ist ja keine Krankheit, es ist ja nur ein Zustand, der Gott sei Dank temporär ist, er hört auf. Das ist das Gute. Er wird aufhören. Irgendwann lässt es nach. Dann ist die, sind quasi ne, sind die Hormone erschöpft, ne, und das Elend hat ein Ende. Und manche Frauen, also jede dritte Frau, hat überhaupt keine Beschwerden und überhaupt keine Probleme. Gott sei es gepriesen, bin ich neidisch, ne? Ich gehöre leider nicht zu diesen Frauen, die überhaupt keine Beschwerden haben. Im Gegenteil, ich hatte wahnsinnige Beschwerden, ne? Also totale Hitzewallungen ganz oft am Tag. Ne? Ich konnte nicht schlafen. Ich habe Glocken nachts um zwei, Glockenwache im Bett senkrecht gelegen, ne? Und habe Schäfchen gezählt. Also ein Elend. Ne? Man hat Stimmungsschwankungen, man ist aggressiv und man hat auch, also ich habe auch so das Gefühl von wegen, mein Hirn löst sich auf. Ne? So Konzentrationsschwierigkeiten, so wie Watte im Kopf, dass man sagt von wegen, früher war ich ein Ass in Mathe und jetzt muss ich schon wirklich die einfachsten Sachen überlegen, wo man dann schon denkt von wegen, habe ich jetzt Alzheimer, fängt die Demenz an oder wie ist es jetzt? Ne? Man wird vergesslich. All diese Geschichten, wo man sagt so, meine Güte, echt jetzt? Ne? Also das ist, muss ich jetzt zum Arzt und muss das alles überprüfen lassen. Stimmungsschwankungen, wo man halt wirklich, oder auch irgendwie so nah am Wasser gebaut. Ne? Ich könnte auch ständig heulen. Ne? Ach, Herrjemine, ne? Wenn man da irgendwas sieht oder wenn man da Erfahrung gemacht hat und jemand stirbt oder ein Kind verletzt sich, dann hocke ich dann heulend vom Fernseher. Ne? Also es ist schon ein, also ja, es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Es ist auch so ein bisschen, wie gesagt, das Drama, wo man auch sagt, von wegen, wann greife ich denn ein, wann greife ich denn nicht ein. Ne? Und ich glaube, das muss jede Frau für sich selber auch entscheiden, dass sie sagt, von wegen, wann habe ich Beschwerden, die ich nicht mehr toleriere oder wo ich vorübergehend eine Lösung brauche. Es gibt ja auch so vor 10, 20 Jahren fing das ja auch so an, wo man gesagt hat, von wegen, na, ich bin damals noch zum Frauenarzt und da war es so das Thema, dass der Frauenarzt auch so ein Lifestyle-Berater war, ne? Oder besser gesagt von wegen Anti-Aging oder Best-Ager. Ne? Also das heißt, der hat dir dann Hormone verschrieben und dann war das Anti-Aging. Ne? Also das heißt, mit deinen Hormonen, Hormonersatztherapie bleibst du ewig jung. Ist das tatsächlich so?
Es gibt ja heute noch sehr viele Vertreter dieser Richtung, die sagen, wenn du, nur du hast ja vorher die Hormone gehabt, also das heißt, wenn du diese Hormone ersetzt, dann hast du eigentlich den Zustand wie vorher und dadurch bleibst du länger jung. Ne? Das heißt, mit Östrogen, das ist ja wichtig für den Knochen, also dass du halt eben keine Entkalzifizierung hast für den Knochenaufbau. Es ist wichtig, dass die Haut schön elastisch bleibt, beziehungsweise weniger Falten. Es ist gut für die Feuchtigkeit, es ist gut für die Schleimhaut, dass sie nicht austrocknet und zur Scheidentrockenheit kommt. Es ist gut, dass du halt eben länger vital bleibst. Es ist gut, weil du halt eben nicht so dann die Gefahr von koronaren Herzkrankgefahren hast oder dass du halt einen Schlaganfall bekommst oder halt eben ein Herzinfarkt. Alles wunderbar, man nimmt Östrogen und Gestagen und alles ist, bleibt so, wie es ist. Dann hat man ziemlich ja, häufig auch diese Medikamente oder beziehungsweise Ersatzhormone verschrieben und auch häufig sehr stark die Hormone verschrieben. Ne? Dann hat man aber festgestellt, dass es auch nicht so toll ist, weil es Untersuchungen gibt, dass es halt eben auch durch diese Hormongabe das Risiko von Brustkrebs erhöhen kann. Also man muss auf alle Fälle, wenn man Östrogene gibt, auch Gestagene geben, also das Progesteron, weil ansonsten kann es auch zu einer also zur Gebärmutterkrebs bekommen. Also das ist alles nicht so ganz ohne. Ja, mittlerweile ist man eher so die Richtung, dass man sagt, okay, wenn du Beschwerden hast, dann hat man gesagt, okay, 1 bis 2 Jahre. Jetzt ist man mittlerweile so, dass man sagt, okay, wenn du Beschwerden hast, lass dich bitte regelmäßig kontrollieren, also das sowieso, ne? Also man sollte sowieso regelmäßig zum Frauenarzt gehen und sollte sich dann Untersuchungen lassen, mindestens einmal im Jahr. Aber das sollte sich nicht länger als 5 Jahre die Hormonersatztherapie machen. Und wenn du also Hormone nimmst, dann nimm bioidentische Hormone. Also das heißt, man nimmt Hormone, die tatsächlich dem körpereigenen entsprechen. Und das sind sehr häufig bei den Östrogenen, sind es sogenannte Gele oder Pflaster, die man Gele, die man auf die Haut aufträgt oder auch Pflaster, die werden wöchentlich gewechselt mit unterschiedlichen Konzentrationen und Progesteron wird meistens vaginal gegeben. Ne? Wenn man 2 Wochen die Therapie macht vaginal, dann kommt eine Regelblutung. Wenn man sie 4 Wochen lang durchgehend macht, kommt keine Regelblutung, je nachdem, ob man das möchte oder nicht möchte. Ne? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das sind so die Sachen, wo dann jeder für sich selber entscheiden will, von wegen mache ich das nicht. Also ich persönlich, ich nehme Hormone. Ich bin aber auch, also ich habe auch Krebs gehabt, familiär bedingt. Also auch so weibliche Schiene haben wir Krebsfälle gehabt. Das heißt, ich habe mich auch auf das sogenannte Krebsgen testen lassen. Und ich gehe auch jedes Jahr zur Vorsorge. Ne? Also ich habe bisher jetzt immer jedes Jahr eine Mammographie gemacht, wegen der Strahlenbelastung mache ich jetzt alle 2 Jahre. Ich lasse auch immer meinen Uterus einen Ultraschall machen. Ich mache natürlich auch einen Schleimhautabstrich. Also das heißt, ich werde die Brust regelmäßig untersucht. Also das heißt, ich lasse mich immer engmaschig monitoren, zumindest einmal im Jahr, ne, dass da nichts passiert. Hormone sind nicht so ganz ohne. Sie können aber auch helfen. Ich meine, es kann natürlich auch wie bei der Pille, ne, wenn man jahrelang die Pille einnimmt, hat man auch ein erhöhtes Thromboserisiko, man hat deswegen ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Auch das kann natürlich mit einer Hormonersatztherapie sein. Aber muss die Kirche auch so ein bisschen im Dorf lassen. Es ist natürlich auch so, dass man halt eben gerade so, wenn man wie gesagt älter wird, ne, man irgendwie korpulenter wird und hat einen Fettansatz. Älter wird, hat man natürlich auch ein erhöhtes Risiko, wenn man zum Beispiel erhöhten Cholesterinwert hat, ein erhöhtes Schlaganfallrisiko oder Herzerkrankungsrisiko. Es gibt 1000 Sachen, die, wo gefährlich sein könnten, ne? Wo man halt diätetisch oder halt auch medikamentell unterstützend eingreifen kann. Ne? Deswegen an der Stelle, mein Rat ist immer, geht regelmäßig zum Arzt, lasst euch einmal im Jahr durchchecken, geht es regelmäßig zum Frauenarzt und da ist schon mal die halbe Miete gewonnen. Es gibt natürlich dann immer so Tipps, wo es dann heißt von denen, hey, du musst achtsam sein und gelassen bleiben und du musst auf ausreichend Schlaf und mach doch irgendwelche Entspannungsübungen und so weiter. Ja, das ist toll,
Aber ne, wenn man nicht so der esoterische Typ ist, so wie ich, ist das schwierig. Ne? Also ich habe das auch alles probiert. Ich habe Tai Chi gemacht. Ich habe progressive Muskelentspannung. Ich habe verschiedene, also irgendwie so Tiefenmeditation gemacht. Ich habe viele Sachen ausprobiert tatsächlich. Ne? Und es ist auch alles aufwendig, nicht wahr? Also ich kann nur sagen, von wegen, es ist sehr schwierig, das für jeden herauszufinden, was denn eigentlich tatsächlich hilft. Und das muss wirklich jeder für sich übernehmen. Und ich meine, es sind auch keine guten Tipps, wenn jemand sagt, er nimmt dir halt ein Hemd zum Wechseln mit, ne, wenn du so schwitzt in der Firma, ne? Ja, ne? Also nicht hilfreich an der Stelle, ne? Deswegen, ja, es gibt vielleicht für den einen oder anderen solche Sachen, wo es hilft. Für einen oder anderen sagt er von links, kann ich nicht mein Leben einbauen, es passt nicht. Ne? Ich bin auch viel zu angespannt, ich bin viel zu stehe mitten im Leben, ich habe noch Familie, ich habe dies und jenes. Ne? Es passt irgendwo nicht. Ne? Deswegen würde ich niemals verurteilen, dass der eine sagt, ich nehme Hormonersatztherapie und es sollte bitte auch keiner den anderen deswegen fertig machen und zu sagen, von wegen, wie kannst du nur und lass es doch. Ne? Es gibt so ein paar Sachen. Wollte ich auch nur darauf hinweisen, dass zum Beispiel es gibt auch pflanzliche Produkte, die unterstützen können. Ich möchte nur aber auch sagen, dass auch Pflanzen haben Wirkstoffe und Inhaltsstoffe und wo Wirkung auch unerwünschte Nebenwirkungen. Also es ist nicht so, dass pflanzliche Wirkstoffe oder pflanzliche Produkte kritiklos super safe sind. Ja, das ist nicht der Fall. Immer wo Wirkung auch unerwünschte Nebenwirkungen. Und deswegen an der Stelle auch so ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr mit pflanzlichen Produkten arbeitet. Dann guckt halt eben auch von wegen, was euch hilft oder was halt irgendwie was anderes auftritt, damit ihr das auch wirklich einschätzen könnt, ne, dass halt eben das Gewünschte ausreichend ist und das Unerwünschte nicht, dass noch was irgendwas anderes auftritt. Ne? Also es ist nicht so, dass es kritiklos alles. Pflanzen sind die besten und es ist besser als jedes Gel, was ihr euch auf die Haut gebt, um dann halt irgendwo eure Wechseljahrbeschwerden irgendwie zu reduzieren. Wie gesagt, diese esoterischen Sachen, das überlasse ich gerne anderen, von wegen viel Trinken und ausgewogene Ernährung und so weiter. Ich habe ja schon ein Video gemacht zum Abnehmen während den Wechseljahren. Das könnt ihr euch mal anschauen, wenn es euch interessiert, dass man das Thema Ernährung damit abhandelt. Was natürlich auch ist, und es hat auch eine Zuschauerin unter das Video geschrieben, was natürlich klar ist. Ne? Ich meine, wenn ich halt eben Alkohol trinke, habe ich auch. Ne? Und wenn ich natürlich jetzt, sagen wir mal, so einen Hitzeschub habe und trinke Alkohol, dann kann das Ganze triggern und kann natürlich stärker werden. Genauso ist es mit Nikotin, ist auch ein Gefäßgift. Ne? Hat da natürlich auch Einfluss auf die Blutgefäße. All das oder auch Kaffee, all das kann natürlich auch Einfluss auf die, also Ernährung kann Einfluss auf die Beschwerden haben, dass sie die verstärkt, ne? Im negativen Sinne. Es gibt natürlich aber auch Ernährung, die das Ganze reduzieren kann. Und da gibt es zum Beispiel halt eben auch Sojaprodukte, weil man weiß, dass die Sojaprodukte halt östrogene Wirkungen haben. Es gibt zum Beispiel, man hat eine Untersuchung gemacht bei japanischen Frauen, die haben 50 Milligramm essen die Soja am Tag im Vergleich zur Europäerin, die essen nur 5 Milligramm Soja am Tag und die haben viel, viel weniger Stoffwechsel oder beziehungsweise Menopausenbeschwerden als jetzt die Europäerin. Also das kann schon mit unterstützend wirken, wenn ihr, sagen wir mal, die entsprechende Diät einhaltet. Ja, das sind die sogenannten Phytoöstrogene, die halt eben auch positiv unterstützend sein können, wenn man halt eben Beschwerden hat. Ne? Es gibt ja noch andere Substanzen, wo man sagt, Traubensilberkerze, Mönchspfeffer, Rotklee, Schafgarbe, Soja, Rhabarber, all das kann helfen. Dann zum Beispiel auch gegen die Hitzewallung auch Salbei, ne, hochkonzentriert über Tee oder auch Pastillen oder Bonbons. Das kann auch helfen, die Hitzewallung zu reduzieren. Aber wenn es halt richtig schlimm ist, muss man sich halt überlegen, ob man halt eben eine Hormonersatztherapie macht. Bei mir ist es so, wie gesagt, ich nehme schon einige Zeit Hormone ein, will die aber jetzt reduzieren. Also auf der einen Seite will ich sie reduzieren, merke aber auch, dass die Dosierung nicht mehr ausreichend ist. Ne? Und das habe ich daran gemerkt, dass ich nicht mehr so gut durchschlafe, ne? Dass ich halt irgendwie auch so ab und zu mal wieder so eine Hitzewallung kriege und nur von meiner Gereiztheit mal ganz abgesehen davon, ne?
Und wenn diese Beschwerden wieder anfangen, wenn auch nur ganz dezent, ist es auch für ein Zeichen für mich, dass entweder die Dosierung nicht mehr passt oder wie gesagt, angepasst werden müsste, aber ich will nicht höher in der Dosierung gehen mit den Hormonen. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, das hier zu nehmen. So geil der Name, Menolov. Für die Frau im besten Alter. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde der Name super. Ich finde das klasse, oder? Und dann noch in Lila, so die letzte Hoffnung, oder? Die letzte Versuchung, oder wie war das? Keine Ahnung, zielgruppenorientiert, ne? Also mir gefällt es. Es ist ein Fluranutris und das nehme ich jetzt seit, naja, es ist nicht mehr so viel drin, seit 4 Wochen ungefähr, 4, 5 Wochen. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich geholfen. Also es ist tatsächlich so, man soll es dreimal am Tag nehmen. Ich schaffe es nicht immer dreimal am Tag, ganz ehrlich, aber ich nehme es mindestens zweimal am Tag. Wenn ich dran denke, auch dreimal am Tag. Und immer zwar nach den Mahlzeiten. Was mir gut gefällt an dem Produkt, ist es vegan, es ist glutenfrei, es ist ohne Gentechnik hergestellt, es ist eine geprüfte Qualität und es ist made in Germany. Und es ist nach diesen Good Manufacturing Practice nach GMP hergestellt. Und das finde ich persönlich, das habe ich auch schon gesagt bei dem anderen Produkt, was ich verwende, bei diesem Eiweißdrink habe ich auch schon mal erzählt. Das finde ich halt wichtig, weil jeder irgendwas auf den Markt schmeißen kann und du weißt nicht, wo die Sachen herkommen und du weißt nicht, ob die geprüft sind und du nimmst es zu dir, ne? Und das finde ich extrem gefährlich. Kleine Side Note Geschichte. Und zwar, ich habe ja früher mal bei der Firma gearbeitet, die das Viagra auf den Markt gebracht hat. Ne? Viagra, kennt ihr, Potenztabletten, kleine diamantförmige blaue Pastillen, die jeder haben wollte, vor allen Dingen jeder Mann haben wollte. Ne? Und die sind verschreibungspflichtig, ne? Weil es ja ein Medikament ist. Erektile Dysfunktion. Nun gut, auf jeden Fall hatten wir eine Taskforce in der Firma, dass ganz, ganz viele Produkte auf den Markt gekommen sind. Nachahmerprodukte, die wurden übers Internet verkauft. Und ich kann euch sagen, da waren wirklich, wir hatten auch teilweise die natürlich untersucht im Labor. Und da war natürlich kein Wirkstoff drin, ist ja klar, ne? Sondern es waren ja halt irgendwelche homemade Geschichten, die halt dann irgendwo dann das schnelle Geld haben wollen, weil so eine Tablette kostet, glaube ich, 25 oder 30 €. Und wenn man sich überlegt, dass da nichts drin ist, man hat keine Entwicklungskosten, keine Herstellungskosten, keine Vertriebskosten, keine Marketingkosten, kein nichts, ne? Und füllt einfach nur irgendeine blaue Substanz in irgendeinen Blister ab und schmeißt die auf den Markt und verkauft die halt das Stück für 20 €. Damit kann man viel Geld machen. Heutzutage kann man mit Medikamenten mehr Geld machen als mit Drogen. Fantastisch, oder? Also auf jeden Fall wurden solche Tabletten untersucht und natürlich war, wie gesagt, kein Wirkstoff drin, aber es war noch viel schlimmer. Es waren zum Beispiel Stoffe drin wie Arsen, Quecksilber, Blei, ne? Also richtig toxische Schwermetalle oder toxische Substanzen, die krank gemacht haben und unter Umständen sogar tödlich waren. Unglaublich, unglaublich. Deswegen achte ich extremst darauf, wo das Zeug herkommt und wo es hergestellt ist, ne? Weil du halt hier, wie gesagt, Prozesse hast in Deutschland, die solche Sachen überprüfen, bevor ich sowas schlucke. Ne? Deswegen, sonst würde ich das auch nicht nehmen. Muss ich ein bisschen spicken, weil ich kann mir das ja alles behandeln. Auf alle Fälle, was da drin ist, ist einmal von indischer Ginseng. Also ist aus der Ayurveda und ich habe auch schon mal 2 oder 3 Ayurveda-Kuren gemacht, damals in Ceylon oder Sri Lanka. Ne? Und ich bin ein Riesenfan von Ayurveda, kann ich nur sagen. Ne? Super toll. Ne? Also ayurvedischen Ernährung ist das drin. Ich kann es nicht aussprechen. Ashwagandha-Wurzel, wie gesagt, ist eine kleine rote Beere, ist auf jeden Fall indischer Ginseng. Dann ist Mariendistel drin, Baldrianwurzel, Jamswurzel, Hopfen. Kann auch ein Bier trinken, klar, aber Hopfen. Und Rotklee, ne? Was halt gegen diese Hitzeballungen ist. Und Frauenmantel-Extrakt. Und dann noch natürlich Vitamine und Mineralstoffe, zum Beispiel B12. B12 ist ganz wichtig halt eben für die Nerven. Und das ist da halt eben auch unterstützt für die Konzentration zum Beispiel. Ne?
Und ich muss wirklich sagen, also bei mir hat es so nach ein paar Tagen schon funktioniert. Ich habe das genommen und ich konnte durchschlafen. Also ich bin nicht mehr nachts wach geworden, sondern ich habe wirklich, im Einschlafen hatte ich sowieso nie Probleme. Es geht wirklich ums Durchschlafen, ne? Und ich meine, wenn du nachts um 2 dann mit der Glockenwache im Bett liegst, ist es echt übel, ne? Und du bist einfach am nächsten Tag gerädert, du bist kaputt, ne? Und ich habe, seitdem ich es nehme, schlafe ich durch. Okay, manchmal schlafe ich auch nur bis um 5, ja. Aber ich wache nachts nicht mehr auf und das ist schon mal Gold wert, ne? Und das ist, bin ich fest von überzeugt. Und ich finde auch insgesamt, dass es meine Stimmung ein bisschen gut getan hat und dass ich nicht mehr so hitzköpfig bin, um es mal so zu sagen, ne? Und das gefällt mir wirklich sehr gut und deswegen nehme ich das auch weiter, ne? Und deswegen kann ich es auch empfehlen. Und ich würde euch nie etwas empfehlen, was ich nicht selber getestet habe und was ich auch nicht davon überzeugt bin. Deswegen, ihr müsst nur ein bisschen aufpassen. Ich habe es euch schon mal gezeigt. Ich gehe manchmal so mit nassen Händen, ne, wenn ich hier die Zähne geputzt habe, bla bla. Und dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil dann kann das, weil es sind so Gelatinekapseln, dann können die halt leicht zusammenkleben. Ne? Deswegen nur so ein bisschen aufpassen. So mein Tipp an der Stelle, nicht mit den nassen Fingern da reinbatschen, ne, sondern dann klebt es so einfach zusammen. Aber ansonsten, wie gesagt, finde ich das eine tolle Sache. Also mir hat es geholfen. Und für mich, wie gesagt, war der springende Punkt, weil ich möchte ich brauche eine Unterstützung, die ich jetzt so auf dem natürlichen Wege machen möchte, ohne Hormone und möchte die Hormone reduzieren. Und bisher funktioniert es. Also ich habe jetzt meine Dosierung reduziert und nehme das jetzt mit dazu. Und deswegen mal gucken, ob ich dann auf Dauer vielleicht das Ganze auch ausschleichen kann. So, meine Lieben, das war's von mir an dieser Stelle heute zum Thema Klimakterium, Wechseljahre und so ein bisschen meine Geschichte dazu. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr verwendet, was ihr einnehmt, wie ihr die Klima, also diese Beschwerden, ob ihr Beschwerden habt, also wenn ihr Beschwerden habt, wie ihr dem Ganzen entgegenwirkt, was nehmt ihr, was habt ihr für Tipps, die ihr in der Community mitteilen möchtet, die ihr auch irgendwo anderen erzählen möchtet. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wir uns da austauschen, weil es gibt immer wieder großartige Tipps von großartigen Frauen und wir sind alle davon betroffen. Deswegen schreibt eure Tipps bitte unten in die Kommentare. Vielen, vielen Dank für eure wertvolle Zeit, dass ihr zugeschaut habt. Ach so, bevor ich es vergesse. Ha! Ich habe auch einen Code für, also einen Rabattcode für euch. Ne? Also könnt mal unten gucken in der Infobox, da steht das drin, von Flora Nutris und da gibt es 10%. Ne? Wollte ich euch noch mitteilen, nicht vergessen. Könnt ihr ein bisschen sparen, finde ich eine gute Geschichte. Wer möchte nicht sparen? Also in diesem Sinne nochmal, bleibt gesund und werdet gesund. Bis bald. Tschüss.